Ich bin einfach nicht gemacht dafür, tagsüber wach zu sein. Ich bin sowas von müde. Jazzsticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Schwarze Eule, rote Cola. Im Normalfall ist Schwarze Eule ein Energydrink. Hier haben wir eine Koffein-Cola vom gleichen Anbieter. Schwarze Eule, ja, ist so ein typischer Name. Farbe plus Tier haben wir im Energydrink-Bereich ja ständig. Das Design ist durchaus ganz nett mit der sehr einfachen stilisierten Eule, auch wenn die Banderole schwarz-weiße-rote Cola darin ein wenig deplatziert wirkt. Der genauere Name Rote Cola bezieht sich dann wohl wirklich auf die Farbe des Getränks, nehme ich mal an. Also haben wir nicht das typische Cola-Braun, sondern ein Cola-Rot. Werden wir überprüfen. Zu den Inhaltsstoffen. Wir haben 20 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter, kein Zucker. Dafür natürlich Süßstoffe, Aspartam und Acesulfam K. Außerdem das Extrakt aus Baobab-Fruchtfleisch. Ich erwarte nicht viel, aber schon irgendwie, dass man es hinbekommen hat, hier eine schmackhafte Cola hinzukriegen. Ja, danach riecht es nicht wirklich. Es riecht anstrengend colaig, so wie Cola-Konzentrat. Wie angenommen ist die Farbe rot? Ein ziemlich klares Rot, nicht wie meistens ein Magenta. Hergestellt mit Karottensaftkonzentrat statt mit 150 hier, E150 Zeugs, wie sonst Cola gemacht wird. Ich trinke diese rote Cola von der Schwarzen Eule auf ein hoffentlich böllerfreies Event, wenn man zurückschaut. Wird nicht passieren. Egal, ich bin Böllerkacke. Es schmeckt bitter. Das ist gar nicht so schlimm. Es schmeckt kräuterig. Es schmeckt irgendwie, als hätte man irgendwas getötet. Und es schmeckt natürlich leider auch sehr nach Süßstoff, vor allem im Abgang. Ist das eine gelungene Cola? Nee, hell no. Aber es könnte einigen ein interessantes Geschmackserlebnis liefern. Ob ich das wohl wieder kaufen würde? Nein, so richtig nicht. Es schmeckt sehr nach Süßstoff. Wer das mag, kann das ja durchaus probieren. Eine merkwürdige Bitternote. Es schmeckt nicht typisch nach Cola, aber es hat Cola-Eigenschaften mit drin. Probiert es aus, es sei denn, ihr stört euch extrem an Süßstoffen. Dann lasst es besser. Prost und trinkt nicht zu viel von dem Gift. Vielen Dank fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Glocke drücken und Kommentar hinterlassen. Zum Beispiel darüber, wie euch das Getränk gefällt, falls ihr es schon probiert habt, oder das Design der Dose. Danke auch an Enne für die Dose. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi. Na? Habt ihr eure guten Vorsätze fürs neue Jahr auch schon gebrochen?